Oft reicht es im Sport nicht aus, nur ausdauernd zu sein oder eine gute Koordination zu haben. Deswegen lassen sich viele Sportler Tricks einfallen, um bessere Leistungen zu erbringen. Manche von ihnen sind legal, andere sind unkorrekt oder gar verboten. Deswegen präsentieren wir euch heute 20 von solchen fiesen und heftigen Taktiken und Aktionen im Sport. Seid gespannt auf einen unfassbar glücklichen Golfer, eine Aktion aus dem Motorradsport, die so überhaupt nicht fit geht, und sogar auf einen Moment mit dem legendären Boxer Mike Tyson. Also bleibt dran, denn es wird auf jeden Fall sehenswert. Fangen wir direkt an mit diesem Clip. Dieser Trainer von den Pittsburgh Steelers wollte seinem Footballteam einen unfairen Vorteil verschaffen, indem er sich einfach in die Laufbahn von einem der gegnerischen Spieler stellte und so tat, als ob das aus Versehen war. Tatsächlich verhinderte er so den Touchdown und kam damit einfach so davon. There. But did that force Jacoby Jones to lean back into the tackle by Court? In diesem Clip von einer Warm-up-Session bei dem Motorradrennen Motor 3 stehen vor allem zwei Fahrer im Vordergrund, einer in Blau und der andere in Grün. Beide scheinen echt nicht so gut drauf zu sein, teilweise treten sie sich im Warm-up bei hohen Geschwindigkeiten sogar gegenseitig gegens Motorrad. Und das war übrigens nicht das einzige Mal, wo der Fahrer Romano Fenati für Probleme gesorgt hat. In diesem Rennen greift er seinem Rivalen bei über 200 km/h an die Bremse und bringt ihn fast zum Stürzen. Zu Recht waren auch die Kommentatoren im Fernsehen über diesen unfassbar unkorrekten Move schockiert. Die Frage ist, was da jetzt war. Okay, wenn er ihm jetzt den Fuck! Jetzt zieht ihm am Bremshebel! Kommen wir als nächstes zu einem Fußballclip. In diesem Spiel gegen Irland begann der französische Nationalspieler Thierry Henry nämlich ein dreistes Handspiel, das ihm zur Torvorlage verhalf. Danach tat er einfach so, als wäre nichts gewesen und feierte sich für seine Torvorlage ab. Alles Bemühen half aber nichts, das Tor zählte natürlich trotzdem nicht. Der Move von diesem Fußballer war hingegen sehr schlau. Er tat zuerst so, als ob er eine kleine Pause einlegen wollte, schoss seine Ecke dann aber direkt und das gegnerische Team war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ein verdientes Tor. Haben wir einen krassen IQ-Moment. Dieser Player wusste ganz genau, dass sein Team zum Gewinnen einen 3-Punkte-Wurf benötigt. Statt den Freiwurf direkt zu verwandeln, warf er den Ball nämlich einfach gegen den Korb und passte ihn dann blitzschnell zu seinem Mitspieler, der dann einen Dreier warf. Aber falls ihr euch fragt, nein, auch die noblen Baseballspieler bleiben von Skandalen nicht verschont. So wie der US-amerikanische Spieler Chris Sabo, der aus Versehen seinen Schläger bei einem harten Schlag kaputt machte. Dabei flog allerdings auf, dass der Schläger manipuliert war. In der Mitte war nämlich ein kleines Loch und das ist verboten, weil es den Schläger leichter macht und damit weitere Schläge möglich macht. Tja, dumm gelaufen. Ob dieser Spielzug bei einem Eishockeyspiel legal war, wissen wir nicht ganz genau. Fest steht aber, dass es schon ziemlich intelligent war, dem Gegenspieler einfach seinen Stock zu brechen, damit er den Puck nicht mehr schlagen kann. Nicht so intelligent war der Streit zwischen diesen beiden Basketballern. Als der eine dem anderen im blauen Hemd ein bisschen zu hart getackelt hat, rastete er aus und will seinen Gegner sogar boxen. Für seine Aktion wurde er daraufhin suspendiert. Der andere Spieler hatte übrigens super gute Reflexe und ist dem Swing in einem unglaublichen Manöver ausgewichen. That is going to be a hefty fine and a lengthy suspension. See if we can see where it happened. Übrigens müssen fiese Taktiken und heftige Aktionen nicht immer mit dem Sport direkt zusammenhängen. Hier haben wir zum Beispiel zwei interessante Interviewmomente, in denen teilweise auch fiese Taktiken verwendet wurden. Nach einem schweren 0:0 Match wurde der Manager von Manchester City, José Mourinho, interviewt. Nach einigen üblichen Fragen wurde Mourinho sichtlich genervter. We didn't score. Don't score. It's not possible to win. Der Reporter nutzte die Genervtheit des Trainers dann, um ihn endgültig zu provozieren. Als er nämlich eine Frage über eine umstrittene Entscheidung vom Schiedsrichter stellte, beschuldigte der Manager den Reporter, keine Ahnung von Fußball zu haben und ging wütend vom Platz. What particularly did you feel that the referee should have pulled them up on that? Well, if you don't know football, you shouldn't be with the microphone in your hand. Nicht wirklich eine fiese Taktik, aber eigentlich eine geniale Methode, einer Frage auszuweichen, hatte dieser Fußballspieler hier. Woran hat's gelegen? Herr Ju, woran hat's gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran hat's gelegen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran es gelegen hat. Ich sag immer, woran es gelegen hat, fragst du dich immer. Woran hat es gelegen? Na gut, ich sag mal so, woran hat es gelegen? Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat es gelegen und fragt man sich immer, woran es gelegen hat.
Ebenso ungewöhnlich war die Reaktion von dieser Tennisspielerin, nachdem sie ihr Match verloren hat. Schaut mal, was sie in ihrer Wut für ein Loch in den Schiedsrichterstuhl gehämmert hat. Momente mai puțin bune de joc și o reacție pe care n-am putut să o văd muta pe terenul 2 acolo unde în câteva momente va începe meciul. Kommen wir jetzt zu einer weiteren fiesen, aber dafür auch absolut genialen Taktik. Dieser Tennisspieler machte eine geniale Antäuschung beim Aufschlag und überlistete so seinen Gegner. Dieser Clip ist vom Champions League-Finale, bei dem die beiden Fußballmannschaften von Real Madrid und Liverpool aufeinander trafen. Dabei ist nicht schwer zu erkennen, dass Ronaldo es schon im Tunnel auf Salah abgesehen hat und ihn dort mit dominantem Blickkontakt einschüchtern wollte. Auch später im Spiel wurden viele Realspieler körperlich gegenüber Salah, der sogar ausgewechselt werden muss, nachdem er von Ramos hart gefoult wurde. Und jetzt noch ein Aufregermoment mit Cristiano Ronaldo. Hier wollte ihn der gegnerische Torwart ein wenig ärgern, als er den Weltklasse-Fußballer absichtlich stolpern ließ. Cristiano fand das aber logischerweise nicht so amüsant. Die nächste Aktion ist nicht direkt bei einem Sportevent passiert, aber sie ist so bedeutend, dass wir sie euch trotzdem erzählen müssen. Es geht um die Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking, wobei mit den Bauarbeiten schon 8 Jahre vorher begonnen wurde. Unter dem Vorwand, die Stadien und das Olympische Dorf bauen zu müssen, beschloss die chinesische Regierung damals ein großes Infrastrukturprogramm mit dem Ziel, ärmere Stadtviertel durch Wohlstandssiedlungen zu ersetzen. Dadurch mussten bis zu 1,5 Millionen Menschen ihre Wohnungen räumen oder wurden von der Polizei zwangsevakuiert. Ziemlich verzweifelt, die Olympischen Spiele für solch ein Projekt auszunutzen. Zum Schluss noch ein wirklich skandalöser Moment von einer Boxlegende. In diesem Kampf biss der berühmte Boxer Mike Tyson seinem Gegner ins Ohr. Danach wunderte es keinen, dass Tyson disqualifiziert wurde. Zudem wurde er für einige Zeit lang vom Boxen suspendiert. It looked as if Tyson bared his teeth at one stage in the exchange. Yes, bit his ear. He bit his ear, that's what. Holyfield was outraged by that. Yes, it's just here. He gets into the position there. Watch. You see, he stays there. There, he bites him there. You see him lift his teeth. And Holyfield in agony at that point, trying to rip. Und das war's auch schon mit 20 fiesen und heftigen Taktiken und Aktionen im Sport. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche ihr am coolsten fandet. Abonniert außerdem auf jeden Fall diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Liked auch dieses Video, falls es euch gefallen hat. Und schaut euch noch diese beiden anderen unterhaltsamen Compilations an. Ansonsten Servus und bis zum nächsten Mal.